Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind an einem anderen Ort, keine Sorge, ist eine neue Folge. Ich habe ein paar Sachen verkauft, ich habe mein Pferd leer gemacht, ich habe meine Sachen repariert. Einfach so Sachen, die eine komplette Folge kosten würden. Und ich wollte einmal kurz herkommen und zu gucken, was wir für neue Sachen haben und diese auch fotografieren. Also, wir haben hier Retterschnaps. Mach ich mal ein paar Fotos von. So, Retterschnaps. Zack. So, was haben wir noch? Wir haben Elixier des Aesop. Weil ich möchte jetzt demnächst ein paar Sachen herstellen und ich werde also ein paar Sachen suchen. Wir haben Puppenmachertrank. Wir müssen nämlich ein bisschen mehr brauen, um auch Gift herzustellen und so weiter. Schlaftrunk zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich unbedingt machen möchte. Mohnblume, Distel, Einbeere. Flugsalbe, würde ich auch gerne mal mir mal reinziehen, um zu gucken, was es für mich so bringt. Okay, das war's, mehr können wir nicht, aber das war mein Stuhl. Wir haben jetzt ein paar Sachen quasi notiert. Und ich werde da jetzt ein paar Sachen auf jeden Fall raussuchen und dann werden wir gucken, ob wir großartig hier auch mal selber Tränke brauen können. Das werden wir nämlich demnächst gebrauchen können. So, ich bin auch ein bisschen überladen. Das liegt aber nur daran, dass ich die Truhen habe. Die Truhen sage ich schon, was war das nochmal? Kommandorüstung, genau. Kann ich da hinreisen? Naja gut, ich trage zu viel. Gerade eben habe ich nämlich nicht zu viel getragen, jetzt aber schon. Ja, dann reite ich hin, das dauert ja auch nicht länger. So, jetzt sind wir in der Stadt angekommen und dadurch, dass ich jetzt die Spezialisierung in der Stadt habe, kann ich auch schnell reisen. Aha. So einfach geht das. Wanderer? Untersuchen wir das Ganze mal. Ich habe im Übrigen, als ich Sachen und so weiter verkauft habe, zwei Wanderer getötet. Ich sehe keinen Wanderer. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Und überladen bin ich auch noch. Kein Problem. Wir sind hier bei irgendeinem Haus angekommen, da können wir kurz mal was futtern. Ich sehe Licht auf der linken Seite. Ist hier schon zu? Dann waschen wir uns wenigstens mal. Ich müsste eigentlich noch Essen haben. Ich habe noch Dörrfleisch. Schon besser. Na gut, dann reite ich halt den Rest. Ah, ich hätte dich anhalten sollen wegen dem Wanderer, der gar nicht hier ist. Bullshit. So, da sind wir. Aber ich würde gerne vorher noch mal eine Runde schlafen. Guten Tag. Die Kommandorüstung übergeben. Ich habe sie. Drei komplette Sätze. Was? Alles? Ja, da, 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 da und da. Alles, was nötig ist. Los, lass sehen, wie du damit aussiehst. Das war's wohl mit Schlaf. Oh. Ernsthaft jetzt? Sie ist etwas... Gewöhnlich? Wirklich, Leute? Ich hab sie den Kumanen abgeknöpft. Nun ja, sie sieht nicht gerade furchteinflößend aus. Immerhin so furchteinflößend wie ein kleines Küken. Also für mich siehst du nicht gerade wie ein Kumane aus. Habt ihr überhaupt schon mal einen Kuman gesehen? Du meinst so aus der Nähe? Sei nicht albern. Aber Milomir hat sie oft genug beschrieben. Jeder weiß, dass Kumanen furchteinflößend aussehen. Das sind Barbaren. Heiden. Während du eher wie ein verkleideter Junge aussiehst. Wer zur Hölle ist dieser Milomir? Ach, einer meiner Stammkunden. Er bewacht fahrende Händler und weiß, wovon er redet, glaub mir. Hat einem Kuman gegenüber gestanden und ist für wahr mit dem Leben davongekommen. Frag ihn doch einfach selbst. Ach, was wisst ihr schon? Und Heinrich, zieh dieses verdammte Ding aus, bevor dich jemand sieht, ja?
Habe ich das jetzt umsonst gemacht? Habe ich das Zeug jetzt noch an? Nein. Cool, ich habe es umsonst gemacht, aber wir haben Hauptstufe erhöht. So, was haben wir denn da? Kontemplation. Solange du dich nicht bewegst, bleiben deine Müdigkeit und dein Hunger unverändert. Das ist cool. Deine Lesefähigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Dies geht jedoch auf Kosten deiner körperlichen Verfassung. Verbände sind, deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Erhöht die Sichtweite, Duft des Mannes, das Leben ist hart, du stammst aus ärmlichen Verhältnissen. Ja, gut, dann Kontemplation. Finde ich gut. Das war's? Wie ein echter Kuman. Ich habe echte Kumanen ausgeraubt, WTF. Ah, na gut, dann schlafen wir halt nicht. Dann gucken wir, wo es jetzt hingeht. Du? Direkt hier. Ach, du bist das. Hi. Glück und Gesundheit. Es heißt, du wärst Kumanen gegenübergestanden. Es heißt, du hättest schon viele Kumanen gesehen. Und würdest einen sogar im Dunkeln erkennen. Allerdings. Gib mir einen aus und ich erzähl dir Geschichten, da rollst dir die Fußnägel hoch. Bitte sehr. Bitte sehr. Danke. Wie heißt du noch gleich? Heinrich. Heinrich. Mir egal. Neulich habe ich eine Karawane von Wien bis hierher begleitet, als plötzlich ein Unwetter aufgezogen ist. Hagel, Blitze, Schnee und dergleichen. Schnee? Im Sommer? Unterbrich mich nicht. Wo war ich? Ach ja, das Unwetter. Sind vom Weg abgekommen. Haben unsere eigenen Füße nicht mehr gesehen. Und auf einmal hören wir Gesänge. In der Ferne war dann Feuer. Auf einer Lichtung mit unheilvollen Gestalten drumrum. Dämonische Lieder singend. Und diesen unheilvollen Gestalten hat der Schnee nichts ausgemacht? Warum haben sie nicht irgendwo im Warmen gesungen? Schweig still, du! Du! Wie unter einem Bann sind wir auf das Feuer zu und in diesem Moment haben wir sie gesehen. Barbaren? Monster? Dämonen, fragst du? Nein. Kumanen. Und unter ihnen ein Haufen Säuglinge, weinend und schluchzend. Also hat doch jemandem die Kälte zu schaffen gemacht. Ich hätte auch gezittert. Schnee tut mir nicht gut, besonders im Sommer. Und diese teuflischen Kreaturen tranken das Blut der Säuglinge und trieben es mit Teufelinnen. Und wir standen wie angewurzelt da. Nur mir ist es gelungen, mich vom Zauber zu lösen. Ich sag's dir, noch nie bin ich so gerannt wie an jenem Tage. Ich konnte gerade noch entkommen, als Einziger. Seitdem sitze ich hier, kann nicht arbeiten, bin wahrscheinlich immer noch unter dem Bann. Ohne Zweifel. Vermutlich unter dem Bann der Faulheit. Pass auf, Milomir. Deine Geschichte ist von vorne bis hinten der reinste Bockmist. Was weißt du schon, du zerlauster Bauer, du? Ich bin aus Skarlitz. Ich sah mit eigenen Augen, wie diese Bastarde meine Familie abgeschlachtet haben. Also, das hättest du früher sagen können. Hätt mir die Geschichte für wen aufgespart, der sie hören will. Wo hast du diesen Unsinn her? Wo hast du diesen Unsinn aufgeschnappt? Wer verbreitet denn die Gerüchte, wie angsteinflößend die Kumanen aussehen? Oh, viele Leute. Aus der ganzen Gegend. Brinus der Köhler in den nahegelegenen Wäldern hat mir von ihnen erzählt. Und Olena, das Weibsbild vom Fischer in Thalmberg. Und der junge Willibald, ein Stallbursche vom Uschitzer Gestüt, hat sie auch gesehen. Der Willibald. Echt? Jetzt soll ich die abklappern? Nun. Das ist nicht dein Ernst, ne? Wieso soll ich die denn abklappern? Ah. Na gut, reiten wir zu Brinus. Das ist doch. Diese Zeitverschwendung. Ach Mann, ich stand den Kumanen gegenüber. Ich weiß doch, dass die nicht so aussehen wie in den Geschichten. Na komm. Ferdi. Reiten wir los.
dem Sonnenuntergang entgegen. Oder dem Sonnenaufgang entgegen, meinetwegen. So, da wären wir. Da liegt schon einer. Ich muss selber einen Schlafplatz finden jetzt erstmal. Aber ich kann die auch nicht einfach töten. Naja, gucken wir, ob das stimmt. Ja, tatsächlich, wenn ich stehen bleibe, passiert nichts. Das ist cool, ich kann jetzt so lange warten, wie ich will. Oder auch nicht. Doch, doch, meine Energie sinkt nur ganz, ganz, ganz gering irgendwie. Naja. Da finde ich gut, ich kann jetzt einfach warten ohne Ende. Das ist schön. So, Jungens. Ich hätte gerne jetzt mal was zu essen. So, mit wem reden wir denn hier? Mit dir, ne? Gott sei mit dir. Weißt du etwas über die Kumanen? Es heißt, du wüsstest, wie Kumanen aussehen. Oh ja. Einmal, wie ich allein durch die Wälder bin. Das interessiert mich nicht. Oh, aber... Spar dir die Geschichten, mit denen du dich vor den Weibern brüstest. Also, sie schmücken sich mit Rabenfedern, weil... Eine schwarze Henne ginge auch. Aber die haben keine Zauberkräfte. Stimmt. Kumanen haben Zauberkräfte. Ja gut, wir müssen uns natürlich so kleiden, wie der Volksmund denkt, dass sie aussehen, ne? Geil. Einfach geil. So, nächster Stopp wäre dann da. Sprich mit Olena. Das heißt, du wüsstest, wie die Kumanen aussehen. Du weißt über die Kumanen Bescheid? Reißzähne. Ja, sie tragen Wolfszähne, damit sie im Dunkeln unsichtbar werden. Dann schleichen sie durch die Nacht leise wie der Tod. Das ging ja schnell. Reißzähne. Gott behüte dich. Ach Gott, ernsthaft, ey. Pferd? Ach gut. So, wir schaffen Wolfszene. Ja, okay, das wird nicht einfach alles. Nächster Step wäre da, ne? Sprich mit Willibald. Gut, Willibald hat aber wirklich Kumanen gesehen, soweit ich weiß, oder? Ach, da ist er noch. Gott sei mit dir. Okay, Willibald. Das durchgegangene Pferd, hä? Ich habe das verlorene Pferd gefunden. Wirklich? Ja, wirklich. Bei allen Heiligen. Ich wollte schon mein Zeug zusammenpacken. Hätte ich eine Tochter, würde ich sie dir zur Frau geben. Danke. Gern geschehen. Pass nächstes Mal besser auf. Werde ich. So, das erstmal dazu. Kannst du mir etwas über die Kumanen sagen? Es heißt, du wüsstest über die Kumanen Bescheid. Mein Meister drischt mich, wenn ich wieder Geschichten erzähle. Aber es ist alles wahr. Ich tu dir nichts. Sag mir nur, stimmt es wirklich? Ich schwör's. Ich sehe sie jede Nacht in meinen Träumen. Aha, na gut. Was tragen Kumanen für Rüstungen? Häute von Hunden, die sie in der Nacht erschlagen, damit keine Waffe ihnen was anhaben kann. Danke. Okay. Ich würde gerne... Selbstverständlich. Ich möchte... So, da wir schon mal hier sind, werden wir auch direkt ein neues Pferd kaufen.
Ich würde... Wir suchen uns einfach ein wunderschönes Pferdchen aus, oder passt das schon? Ich möchte... Na gut. So, das hätten wir auch. So, was haben wir denn? Pferd, ja, Pferd. Ja, aber die haben alle keine Namen. Das Pferd hätte ich gerne. Guckt euch das an, ey. Mut, Kapitel... Oh. Hammerhart. Ist auch nicht schlecht. Kann man eigentlich nicht viel schieflaufen, ne? Guten Tag. Ich möchte... Und? Ja. Sie sind... Gefällt dir ein? So. Kantaka oder Sleipnir? Sleipnir. Stark und flink. Und es gibt kein mutigeres Tier. Es würde dich sogar in die Hölle tragen. Wie wäre es mit einem Tausch? Bestimmt gibst du es mir billiger, wenn ich mein altes Pferd eintausche. Anscheinend nicht. So, ich gebe dir... Oh Gott, nicht mehr als ich wollte. 1800. Ist das genug? Das ist zu wenig. Ja gut, immerhin 120 weniger. Abgemacht. So. Bist du mein neues Pferd? Oh. Aber was ist mit meinen alten Sachen? Scheiße. Oh Gott, das ist jetzt nicht gut. Oh, ich wusste nicht, dass ich die Sachen vorher wegnehmen muss. Ach, Kacke. Nee, alles gut. Leider ist das Inventar leer. Nee, ich hatte das leer gemacht. Stimmt. Ich hatte das leer gemacht. Ah, Glück gehabt. Naja, aber dann können wir ihm ein paar Sachen geben. Und zwar in die Satteltasche. Dietriche packen wir jetzt auch mal hin. So, damit alles hier vielleicht mal ein bisschen ordentlicher ist. So, hatten wir die hier schon? Timeback? Nee. Die hatten wir auch noch nicht. Schaufel behalte ich. Den hatten wir auch noch nicht. Den hatten wir. Den hatten wir auch noch nicht. Okay, gut. Sehr schön. Also sind wir gleich wieder ein Stück leichter geworden. Wir haben noch ein paar Command-Ohren. Passt schon. Okay, Sleipnir. Wollen wir dich mal ausprobieren, ne? Endlich ein neues Pferd. So. Gut. Unsere Ziele. Ach da. Ah, jetzt geht's wieder zurück. Okay. Alter, Maus. Suche Andreas den Wirt auf, sobald du Federn, Zähne und Hundehaut hast. Federn ist okay, ja. Muss ich suchen? Muss ich alles finden? Naja. Ich würde sagen, dann begeben wir uns so lange zu einer neuen Quest. Wir haben hier noch einen Hinweisgeber für eine Quest. Dann werden wir da direkt hinreisen nach Uschitze und werden da die nächste Quest einfach einleiten. Und je nachdem, ob wir irgendwann mal Feder und so weiter finden, ja, werden wir dann wieder zurückkommen. Hallo. Gelobt sei Jesus Christus. Naja. Was gibt's Neues? Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Allerdings. Ich hörte, in Thalmberg ist einiges los. Dort hat sich angeblich eine Bande Wilderer im Wald niedergelassen. Mehr weiß ich leider nicht. Sprich am besten mit Nikolas, dem Thalmberger Jägermeister. Oh, in dem Wald ist sehr gut. Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches, Gott. Na gut. So, das heißt, wir wollen
Nach Thallenberg. Und zwar dahin zum Jäger, ja? Ja, ich laufe da so hin. Was haben wir denn hier so Schönes? Wieso ist hier niemand? Ist das wieder so ein Command-Lager? Nö. Aber ich nehme trotzdem alles mit. Dankeschön. Wer auch immer hier lebt. Gleichzeitig am Gerben. Nicht schlecht. Guten Tag. Erstmal Übung. Ich wäre gerne ein... Selbst... Ich möchte meine... Na gut. Kann ich denn schon Bogen? Kannst du mich im Bogen... Ich möchte meine... Na gut. Meisterjäger, hast du vielleicht Arbeit für mich? Zu tun gibt's hier immer irgendwas. Du bist dieser Bursche aus Galitz, oder? Herr Ratzigs Lakai. Nee, ich bin die Mandeslakai. Herr Ratzig ist mein Lehnsherr und ich diene ihm ehrenvoll, aber ich bin kein Lakai. Solange du kein Rumtreiber bist, der auf schnelles Geld aus ist. Ich habe eine Aufgabe und kann nicht jeden damit betrauen. Ich bin ganz Ohr. Die Wilderer in Herrn Divischs Wäldern bereiten uns große Sorgen. Dauernd finden wir Schlingfallen oder entdarmtes Gescheide vom Rotwild. Aber keine Spur von den Halunken, die dafür verantwortlich sind. Und ich soll die Wilderer aufspüren? In der Tat. Jedweder Hinweis ist für mich hilfreich. Irgendwelche Verdächtigen? Gibt es Verdächtige? Nein. Aber bedenkt man, wie viel Schaden sie anrichten, sind sie nicht bloß hinter einem Sonntagsbraten her. Bist du nicht genau für solche Fälle zuständig? Solltest du dich nicht selbst um die Wilddiebe kümmern? Sollte ich, da hast du nicht ganz Unrecht. Aber wenn ich die Leute hier frage, schweigen sie wie ein Grab. Mich fürchten sie mehr als den Teufel. Glaubst du, die Leute hier stecken damit drin? Gut möglich. Doch selbst wenn nicht, würden sie nie mit mir reden. Sie fürchten, ich würde Leichen in ihren Kellern finden. Du weißt ja, je kleiner das Dorf, desto größer die Geheimnisse. Deshalb müsstest du dich umhören. Ich verstehe. Geht klar. Ich finde heraus, was ich kann. Ich versuche, etwas über sie in Erfahrung zu bringen. Irgendwelche Ratschläge? Gewiss doch. Hör dich im Dorf um. Irgendjemand muss etwas mitbekommen haben. Es kann auch nicht schaden, in der Schenke zur Waldwiese bei der Straße Richtung Neuhof zu fragen. Es soll dort oft ausgezeichnetes Wildbret geben. Das reicht mir. Sobald ich etwas höre, gebe ich dir Bescheid. Danke für die Hilfe, Junge. Okay, Hasenjagd. So, Neuhof. Meint er damit den hier? Ich glaube schon. Okay, wir gehen einfach da mal hin. Nö. Aber Freunde, ich würde sagen, das wird ein Fall sein, den wir morgen bearbeiten werden. Für diesen Fall werde ich sorgen, dass er auf jeden Fall gelöst wird. Bis morgen. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.